An Bord Elmar Mayer, Rechnungshofsprecher der SPÖ. Ich teile die Einschätzung und ich war einer jener, der auch bei den vorangegangenen Sitzungen, als wir über das Thema Rechnungshof und Rechnungshofpräsident gesprochen haben, an alle Abgeordnete Parlamentarier appelliert habe, zu schauen, dass wir tatsächlich für die Nachfolge von Dr. Moser den fähigsten Mann oder die fähigste Frau bekommen. Denn es ist entscheidend, wer uns hier zuarbeitet. Ich sage noch einmal, so entscheidend ist auch für die Regierungen. Es muss jede Regierung müsste froh sein, egal wie sie zusammengesetzt sind, jedes Kabinett, wenn sie weiß, ich habe eine entsprechend starke Kontrolle in meinem Rücken, weil dann sind auch die Beamten entsprechend gefordert und auch das Kabinett entsprechend gefordert. Und wir haben die Garantie, wir haben die beste Betreuung, die wir brauchen, dass mit unserem Steuergeld möglichst optimal und gut umgegangen wird. Und da habe ich die Hoffnung gehabt, und ich gebe zu, ich war Idealist. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass tatsächlich, wenn ein Hearing stattfindet, dass es die Chance gibt, dass man den oder die Beste herauskristallisieren kann. Und jetzt kann man das deuten und drehen, wie man will, mit Zwischenruf, mit allem anderen. Und es sind Journalisten, die ich bis dahin gar nicht gekannt habe. Andere Abgeordnete, können Sie Namen, tut es nicht, aber von ÖVP, von Freiheitlichen, von NEOS auf mich zugekommen, sagt, red's nochmal, das gibt's ja gar nicht. Weil das Hearing von Kompetenz getragen war, mit Abstand, ich sage mit Abstand das Beste, Journalisten, unabhängig davon, gesagt haben, das war eine eigene Liga. Da ging es nicht darum, was der Götz gesagt hat, ja, das ist, man kann sehr vieles vortäuschen. Das war eine eigene Liga mit Kompetenz, wie man mit dem Parlament, wie man mit den Regierungen, wie man mit den Landesrechnungshöfen zusammenarbeiten will. Ein Appell, eine Möglichkeit, die wir hier, eine Chance, die wir ergreifen hätten können. Es war leider nicht so. Und da gehe ich keinen Millimeter weg und da kann man hundertmal sagen, ja, wir haben das subjektiv anders erlebt oder aus Ihrer Sicht objektiv. Das war ganz einfach nicht der Fall. Wer das sagt, lügt sich selber in den Sack und soll am Morgen überlegen, wenn er in den Spiegel schaut, wenn er darin sieht. Das stimmt ganz einfach nicht. Ich habe sehr viele hier im Land gesagt, das ist zweifellos. So, das, und daher bin ich auch stolz darauf, mit unterstützt haben, dass ein Dr. Steger auch kandidiert und sich auch präsentieren konnte. Ich habe allerdings auch zur Kenntnis nehmen müssen, und da möchte ich den Dank aussprechen, und das ist ehrlich gemeint, an die wirklich objektive und uneigennützige Herangehensweise sowohl von NEOS und Grünen an die Sache, tatsächlich die Dinge ernst zu nehmen, auch eigene Kandidaten sagen, wer war besser, wer war stärker, und hier in die Richtung zu schauen, was wäre das Beste für uns, über den eigenen Schatten zu springen. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich sage das ganz offen, dass solche Machtstrukturen, die im Vorfeld erkennbar waren, ich nehme nicht das Wort Trickserei und so weiter, ich nehme auch nicht die rumpelstilzchenhafte Auftritte mancher, die ich da miterleben habe, denke ich, ja, was wird denn da gespielt? Und es war tatsächlich so, dass es erkennbar war, und wir haben auch Gespräche geführt, das kann man ganz offen sagen, auch mit Vertretern und mit dem Clubobmann, der gesagt hat, der Freiheitenfraktion, egal wie stark, wie gut, wir wählen keinen der Kanzlerpartei, nicht der Regierungsfraktion, sondern der Kanzlerpartei. Da kann kommen, was will, kommt nicht in Frage. Lobatka hat unabhängig davon gesagt, wir, Dr. Steger, egal wie gut er ist, kommt nicht in Frage. Und jetzt muss man nicht höhere Mathematik studiert haben, um zu wissen, wenn im Hauptausschuss der Hauptausschuss aus 28 Mitgliedern besteht und ÖVP, die sagt, kommt nicht in Frage, und Lobatka, der sagt, kommt nicht in Frage, dass wir mit unserem besten Kandidaten nicht durchkommen. Das war dann klar, auch nach der ersten Abstimmung. Und es hat sich dann auch ein Name, der vorher überhaupt nie gefallen wurde in der ersten Runde, dass die Frau Dr. Berger eventuell die Beste sein könnte, ist von niemandem gefallen. Plötzlich ist dann von der FPÖ der Name Dr. Berger gekommen. Die NEOS haben dann auch gesagt, der Berger wäre eigentlich eine gute Wahl. Es war sichtbar, was hier offensichtlich geplant war. Und uns war es wichtig, dass wir gesehen haben, Dr. Steger ist nicht durchzubringen. War es für uns wichtig zu schauen, was ist eine zweitbeste Lösung? Das sehe ich ganz offen zu. Und ich meine auch, die Frau Dr. Kracker ist eine gute Lösung. Aber es ist für uns die zweitbeste Lösung. Wir haben uns darum entschieden und gesagt, okay, wenn es nicht machbar ist, eine Mehrheit für unseren Kandidaten zu bekommen,
dann unterstützen wir die Frau Dr. Kracker. Sie wird es auch notwendig haben, da bin ich überzeugt. Wir werden das auch tun. Ich hoffe auch, ich habe es das heute bei der Verabschiedung von Dr. Moser gesagt, ich hoffe, dass sie auch über diesen Schatten springt, wie es Fiedler und Moser selber gesprungen sind, nämlich dass erkennbar war, kaum waren sie im Amt, das auch unabhängig und parteiübergreifend geführt haben. Sie wird es brauchen, denn ich sage Ihnen, mit Dr. Moser und Dr. Steger, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen im Rechnungshof, werden wir tatsächlich alle Ärmel aufkrempeln müssen, um diese Qualität, die wir bisher hatten, nicht so sehr die Zukunft, aber die Qualität, die wir bisher haben, erhalten zu können. Daher werden wir heute auch die Frau Dr. Kracker unterstützen, hoffen, dass wir endlich, wie das gesagt wurde, in weiser Voraussicht in 12 Jahren wird das wohl voller Lobeshymnen sein, aber hoffen, dass wir tatsächlich diesen Schritt gehen können, und ich werde alles dafür tun, dass das Parlament nicht durch diese Entscheidung in seiner Unterstützung durch den Rechnungshof geschwächt wird. Dankeschön. Margit Kracker sei nur die zweitbeste Lösung als Rechnungshofpräsidentin, so Elmar Mayer, Rechnungshofsprecher der SPÖ. Dennoch werde seine Fraktion sie unterstützen.